So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es los mit der großen Lego Technik Challenge. So, wir planen das Ganze schon ein bisschen länger. So, eigentlich habe ich habe von Lego diesen Lamborghini zugeschickt bekommen, dass ich den noch zusammenbauen könnte. War mir ein bisschen zu langweilig, deswegen stand das Ding jetzt auch relativ lange schon rum. Und deswegen habe ich mir überlegt, es wäre eigentlich viel cooler, wenn ich mit meinen Kumpels eine kleine Challenge mache und wir pärchenweise, das macht es nämlich gerade witzig, ein kleines Duell machen. Das heißt, Andi und ich werden heute gegen die beiden Herrschaften da hinten antreten. Selim soll der krankeste Lego-Bauer der Welt sein, habe ich gehört. Also vielleicht endet das Ganze hier in der Schlägerei nachher. Mal gucken. Hat der denn schon H&R drin? Gucken wir gleich. Das müssen wir uns angucken. So, das heißt, heute bauen wir, das losen wir gleich aus, Lamborghini gegen Bugatti Chiron. Jede Menge geiles Zeug definitiv dran. Beides um die 3600 Teile, um die 1000 Arbeitsschritte, bis das Ding zusammen ist. Ich hab im Internet mal so vorsichtig geguckt, die sagen so 6 bis 8 Stunden alleine. So, also, wir haben jetzt, du glaubst wohl nicht, dass wir das schneller machen. Wir diskutieren die ganze Zeit, was wohin kommt und am Ende ist es... So, wir haben es jetzt, ich kann die Uhr schon gar nicht mehr lesen, wir haben es jetzt 19:30, kurz nach 19:30. Nein, hier, es ist 19.33 Uhr am 13. November. So, jetzt an dieser Stelle, weil einige von euch garantiert auch so ein Lambo wollen werden, deswegen haben wir jetzt 2 Stück davon. Ich habe dann nämlich Lego von meinem Gewinnspiel erzählt, wir machen ja bis Weihnachten, bis zum Jahresende, könnt ihr euch aussuchen. Der Kommentar mit den meisten Likes kann immer was gewinnen und in diesem Fall kriegt ihr diesen Lamborghini. Ich schon ein bisschen alt. Nein, einfach wieder Kommentare vollballern. Mit dem meisten Like in einer Woche kriegt diesen Sian. So, deswegen packen wir den erstmal beiseite. Was kostet die Bude? Weiß ich nicht. Ich glaube 400 Euro. Also, boah, knapp 400 Euro, glaube ich. So in dem Bericht. Tolles Geschenk. Ja, aber ist ja nicht nur Lego, das ist ja richtig Challenge, das Ding zu bauen. So. Nee, deswegen an der Stelle vielen Dank an Lego, dass sie uns dies ermöglichen. War eigentlich nicht so geplant, war meine Idee dann, dass wir so eine kleine Challenge draus machen. Und super. Wir müssen ja nicht immer nur ein Auto, wir müssen ja nicht immer nur an Autos schrauben und auch nicht nur immer Motoren bauen oder Fahrwerke einbauen, sondern sowas ist doch mal wie in alten Kinderzeiten mal ganz witzig. So, das heißt, wir werden jetzt probieren, das Ganze im Zeitraffer ein bisschen zusammenzubauen und nebenbei gibt es die eine oder andere Moderation. Also, jetzt müssen wir als allererstes noch auslosen, wer welchen bekommt. So, was nehmen wir? Ja, nur Scheiß. Zahl. Wenn Zahl kommt, nehmt ihr Bugatti? Ja, genau. Zahl. Bugatti. Ah, 16 Zylinder, Kacke. Ja. Hier, bitteschön. Hier. So. Dann gucken wir doch mal, was das Ganze hier gibt. Wir machen schon mal die Lambo. Lambo sieht natürlich Oberschiff aus. Ey, guck dir das mal an. Wie geil ist guck das denn bitte? Da muss man wirklich sagen, wir haben wirklich nicht reingeguckt. Das ist natürlich schon... Das sieht Oberschiff aus. Jetzt mal allein schon so die Verpackung, ne? Ja, das hier. Also bei der Verpackung von außen dachte ich, also der Lambo ist krasser. Aber das ist schon... Ja, okay. Also das hat ja wenig mit Lego zu tun, oder? Ja, aber guck mal. Das ist halt eigentlich die Lambo-Heckklappe, ne? Das ist die Lambo... Heckklappe. Also richtig detailgetreu hier. Ja, also wie man müssen wir auf jeden Fall jetzt... Ich würde sagen, auf die Plätze. Nee, warte, lass uns Stoppo setzen. Ist jetzt 7 Stunden Stopp. Ich würde sagen, auf die Plätze. Fertig. Guck mal, wir müssen mal Reifen aufziehen. Wobei, ich muss auch mal. Alter, ja, wir auch. Also los. Okay. Also wir brauchen jetzt erstmal einen Plan. Marius, wir studieren erstmal das Ding. Ja, ich glaube, es fängt an mit dem Motor. Nee. Okay, die Tüten sind... Es fängt an mit der Hinterachse. Wir wollen Tüte 1, Tüte 1. Hey. Ja, Alter, das Ding hat das 300 Seiten plus nochmal 600 Seiten jetzt reinziehen. Ja, unser Fehler schon wieder. Also wir fangen an mit Getriebe und hinterer Federung. So, das heißt, wir brauchen, ich würde sagen, diesen Kiste. Okay, das sind jetzt die Teile aus einer Kiste. Wie viele Kisten habt ihr? Wir haben, wo ist das Ding? Da waren ein paar, aber ich befürchte, das ist schon eine falsche. 5 Stück. Und so an, ich sortiere nach Größe. 1. Zählen. Ja, ich muss jetzt erstmal wissen, welche Teile. Ich würde vorschlagen, einer sucht immer aus, der andere baut sich zusammen. So, pass auf. 1. Verstehst du? 2. Endanschlag, so, dann brauche ich die blauen. Die blauen. Versuchen wir jetzt erstmal einen Plan zu machen. Also wir studieren jetzt erstmal, worum es geht. Also wir wollen jetzt erstmal eine Achse zusammen. Wahrscheinlich die Hinterachse, weil die ist nicht gelenkt. So, das heißt, da haben wir so gesehen 2 Stoßdämpfer pro Rad. Heißt also, genau, wir brauchen jetzt die Dreiecke. So, das ist jetzt hier wahrscheinlich die Aufhängung. Haben wir hier mal Tüte 1. Ach, noch eine Tüte 1. Allen O-Ring.
Kann ich eine Einspritzdüse einbauen. Dann lässt man nicht verlieren. Da sind schon viele Details drin, ne? Mega. Also da sind ja echt kleinteilig ohne Ende, oder? Das sieht schon heftig aus. So, um euch mal kurz zu zeigen, wie detailliert das Ganze ist. Wir haben jetzt kurz einen Achsschenkel fertig gemacht. Hat wirklich coole Kopfaufnahmen oben und unten. Jetzt müssen wir hier noch die Antriebswellen einführen, damit das Ganze drin sitzt. Und jetzt hat das Ganze tatsächlich einen oberen und einen unteren Querlenker. Den drücken wir da jetzt rein. Müssen wir einmal aufpassen. So, die ist drin, der bleibt nach oben und der bleibt so. Und jetzt geht's mit dem nächsten weiter. Gang draußen und dann klack geht er rein hier. Das okay, das startet. Die haben aber, ey, ganz ehrlich, wer hat sich das ausgedacht bei Lego? Der hat auf jeden Fall richtig Bock gehabt. Er war richtig motiviert. Der hatte richtig Bock gehabt. Was? Wir sind gerade bei 150 von 1000. Ey, morgen früh. Ihr seid niemals bei 150. Doch, siehst du da oben in der Anleitung. Was steht denn da bei euch? Willst du nicht wissen? Wir glauben nicht. Welche Zahl steht bei euch? 212. Klar. Fertig. Hier ist zwar was übergeblieben. Das muss schon mal falsch durchsortiert gewesen sein. Nein. Nein. Ich glaube, das ist aber in der nächsten Runde dabei. So, aber. Das war das die Tüte von uns, die ich jetzt bei euch reingeschmissen habe. Das schon. H&R-Federung läuft auf jeden Fall hier. So, hier. So soll der Kopf aussehen. Oder warte, ich will noch einmal kurz einen Gegencheck machen hier. Der sieht bei uns anders aus hier. Da ist Baustelle. Nee. Der muss da unten rein. Ich bin zwar hier drin, aber ich habe keine Fixierung. Ne? Sechs blaue. Haben wir noch sechs blaue oder eh nicht mehr? Phil, ich habe noch eine ganz wichtige Frage an dich. Und zwar, wie machen wir das mit dem VR6-Motor und so? Okay, jetzt brauchst du dann weiter. Hey, Subio, kannst du mir mal kurz erklären, wie das mit dem Kolben da funktioniert, mit der Rückholfeder und der Nockenwellen-Innenbeleuchtung? Das wäre auch ganz interessant für mich. So, wie sieht's aus hier? So, wir sind mittlerweile bei Step 189 angekommen und jetzt stecken wir hier wirklich den Block zusammen, ne? Jawohl, jetzt muss ich an der Reihe. Guck mal, das sind einzelne Zylinder, das sieht aus wie so ein luftgekühlter Porsche. Wie so ein Porsche, schmeiß mal hier so ein paar Zylinder rüber. Aber wir können ja auch gerade nochmal aufbauen. So, nee, brauche ich die hochfesten Stehbolzen, dass wir die zusammenstecken können. Hier haben wir einen. So, da brauche ich ganz viele von, 12 Stück. Zack! Ja. Ja, mit den Pro Series hier zusammengeballert. So, jetzt brauche ich Zylinder. Zylinder, guck mal hier. Das ist eine Struktur. Da und da. Okay. Sag mal aus, das sieht aus wie bei Subi Performance. So. Was sagt ihr da drüben? Was machen wir hier? 4 Zylinder, 6 Zylinder, 5 Zylinder? Lass mal 12 Zylinder-Reihe bauen. Wie viel Zylinder baut ihr so? Ey, was ist das für ein Gummiband? Hast du das gemacht? Nee, jetzt müssen wir hier die Kurbelwelle einzeln zusammenbauen. Das ist natürlich mal krass. So, pass auf, jetzt brauchen wir den. Also, wir können schon die Gänge schalten. Alter, ja, das baut schon lange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 Zylinder. So, und jetzt brauchen wir die Ploy. Wo sind die Ploy? Hier, guck, Alter. Das sind auf jeden Fall IRP-Platin-Line. Wir wären nicht sicher, ob die hier später 2 Bar abkönnen. Ja, ja. Ja, klar. Guck mal bitte die Kolben. Aber haben keinen Ölabschreifring, nur ersten und zweiten. Vielleicht ein Zweitakter. Chef, wenn man das in echt so zusammenstecken könnte. Mach's doch. So,
Ah, Alter, jetzt kommt ein heiliger Moment, die Kolben werden gesteckt. Brauchst du Spannband? Sollen wir ein bisschen hier so Einfachöl drauf machen? Oder? Ja, warte, komm hier. Das ist gut. Ist besser, ne? Ja, ist besser. Hier muss auf jeden Fall unten da dran, damit das ordentlich fluppt. Sehr gut. Mach mal nicht so. So, ich will nicht wissen, ehrlich gesagt, wie viele den Schritt jetzt hier falsch machen und die quer reinstecken, weißt du? Ja, ja. Wirklich, also. Ihr habt doch keine Ahnung, ne? Was ist mit dem Muck eigentlich los, Alter? Oh, ey, wie kann man so fertig sein? Was ist mit dir eigentlich? Jetzt mal ganz ehrlich. So, jetzt stecken wir die zweite Reihe Kolben hier. Oh, Leute, Leute, ich brauche Hilfe. Ich brauche jetzt echt. Also bitte auf damit. So. Das ist gut gemacht. Also wir haben auf jeden Fall ein Problem mit der Ölabdichtung hier am Ende, das sehe ich so schon. Sag mal, ob sie Silikon drauf machen. Ey, wir gucken, ob das Ding dicht ist nachher. Naja, aber das haben sie schon echt krass gemacht. Naja, da bin ich ja todesmäßig zum Lacken gebracht. Ja. Ja, siehst du? Da klemmt die Welle. Meiner klemmt. Ja, bist du doof, Mann? Du hast eine Bank ganz falsch rum drauf. Ach gestellt. Ja. Er schraubt noch mal immer da unten. So, wollen wir hier Motorenvergleich machen? Ich glaube, ihr habt den längeren. Wir haben die meisten auf jeden Fall. Aber länger haben wir nicht. Maximum. Boah, das ist aber auch geil aus, ne? Aber wir haben gleichen Hub, gleiche Bohrung. Komischer Zufall, ne? So, und jetzt kommen wir nämlich auch schon zur Hochzeit. Das Ding kommt jetzt tatsächlich schon rein. Ja, noch schnell darauf unterschreiben auf dem handcrafted Bild. Machen wir auf jeden Fall. V12 Motor. Warte. Wir machen in der Zeit die Carbonabdeckung noch fertig. Darf ich? Ist deine da drunter. Ja, wir sind schon weiter, ihr habt schon unterschrieben. Alter, das wird eine fette Abdeckung hier, bist du verrückt. Ja. Das läuft hier richtig bei euch. So, jetzt kommt da drauf. Aber wo ist der Zylinderkopf? Da fehlt noch irgendwas. Nein, gibt keinen Zylinderkopf. Wie, gibt keinen Zylinderkopf? Gibt keinen Zylinderkopf. Ja, unser Motor läuft übrigens hier WLAN. WLAN-Ventile, ist ohne Kopf. Sag doch, ist fake. Brauchen wir dramatische Musik? Nee, die läuft schon, die läuft schon. Achso, ich kann euch aber sagen, warum das so ist. Weil das beim Chiron echt auch so gemacht wird. Ah, okay. Echt? Alter, ging das geil. Ey, wir sind drin. Beim Chiron läuft das auch genauso. Wie sieht's aus?
Boah. Andi holt gerade was zu essen. Gerade auf dich allein gestellt hier, aber genau. Da sieht ja schon quasi nur Verkleidung dran und dann ist es ja schon, oder? Ja, nicht ganz, aber. Motivation, Herr Wehmeier? Ja, habe ich verloren vor einer Stunde. Mahlzeit Essen. Eurobuck 2000 hat bei uns vom feinsten sizilianisches Food klar gemacht. Philipp wird es noch nicht kennen. Das sind Arancini. Alter. Das ist richtig geil. Das ist so Ragout mit Eier und Mozzarella. Sieht heiß aus. Okay. Wie sieht's aus hier? Ja, sieht immerhin schon mal teilweise hier nach einem Lamborghini aus. Lenkt. Hier können wir auch schon was machen. Guck mal, Schaltwippen. Das sind etwa so. Ja, das kannst du wieder gut sehen, ne? Also wir können entweder hier. Boah, Endlosgefühl. Echt krass, wie heftig detailliert das ist. Hätte ich nicht gedacht. Wir saßen jetzt zu zweit, 2 Uhr nacht. Das heißt, wir sitzen hier tatsächlich schon über 6 Stunden dran, 6,5 Stunden. Die Herrschaften da drüben sind auch nicht viel weiter, wenn ich weiter hinten. Weiß man nicht. Ich sage, der Spoiler kann schon raus. Wir hätten gewonnen. Das Heck ist fertig. Motorlenkung. Die packe ich auch schnell mal neben. Guck mal, wie unser Kollege schaltet. Guck mal, genau. Schalte mal. Guck mal, der sagt zu mir das Schalten. Guck mal, so klick, ja, klick. Moment. Man muss ja dazu sagen, wir hatten ja auch ein paar Zylinder mehr. Ja, ja. Aber ich würde sagen, so vom optischen, hier, visuellen. Hier pendelt. Haben wir schon mal ein Nummer? Ja, gut, die haben wir auch. Das kommt ja noch hier. Ja, das sieht aber irgendwie komisch aus. Das ist schon brutal. Ja, also machen wir uns nichts vor. Es ist auf jeden Fall kein Kinderspielzeug. Das ist. Wirklich. Schon ein bisschen Action, ne? Ja, extrem. Also richtig detailgetreu. Da hängt man ein bisschen Zeit dran, aber das macht auch echt Spaß. Hier steht der Lamborghini, also schon mega gemacht. Vor allem hier Carbon-Aufkleber, ne? Das ist echt Carbon. Wie? Da stehen die beiden Bauer, die es gebaut haben, haben unterschrieben. Okay. Aber nichts für 3 Stunden. Nee, wir müssen das leider jetzt auch erstmal für heute hier abbrechen. Wir müssen noch nach Hannover. Wir hätten wirklich gedacht, dass man das in, ich sag jetzt mal, 6 Stunden durchziehen kann, aber... Wir haben so hart durchgezogen. Ja, vor allem, wir haben keine Pause gemacht. Nein. Ja, vor allem, es fehlen locker noch 3 Stunden, bis das fertig ist. Das sind noch so viele Teile. Ich würde sagen, wir gehen erstmal eine Runde schlafen und dann geht's in aller Frische in der neuen Runde weiter. Mhm. Bis gleich. Bis gleich, genau. Bis gleich, genau. Jawohl. Los geht's. So, neuer Tag, neues Glück. 8 Uhr morgens, Subi killt das erste Heineken. Nein, Spaß. Sind ein paar Tage vergangen. Das Team ist wieder zusammen hier. Wehmeier ist top motiviert. Nee, wir sind tatsächlich, wir hatten eigentlich die Hoffnung, dass wir schon weiter sind, weil das war letztes Mal wirklich anstrengend. Wir dachten, so 4 Stunden schaffen wir schon, waren 6 Stunden und sind bei 554 von über 1000. Genau deswegen würde ich einfach sagen, du musst jetzt wieder ernst machen hier, ne? Weil wir müssen das Ding noch wieder sortieren, weil die beiden können gar nicht verlieren. Deswegen müssen wir unbedingt gewinnen. Außerdem übrigens, sie hatten uns gehänselt, dass wir nicht so weit sind. Guck mal, wie technisch das Ding bei uns ist. Die haben die Module zusammengesteckt. Also ich würde sagen... Alter, guck mal hier. Die haben sogar, guck mal, unterschiedlichen Radstand, ne? Ja, wir haben Lambo ist kleiner als ein Chiron. Ja. Ihr habt so eine richtige Spießersitzposition. Drehen wir zur Seite. Zur Seite. Guck mal, wie gerade ihr bei euch drin sitzt. Wir haben hier schon wieder die Golf-Liegeposition bei uns. Moment, ihr habt aber auch den Assi-Lambo für die Kölner Ringe. Ja. Und das ist nochmal Köln, verstehst du? Hier fährt man schön in Monaco gediegen und vom Hotel. Ja. Also okay, ich würde sagen, Spaß beiseite, wir machen einfach mal weiter. Ja. Thank you.
ich glaube, es geht allmählich nebenan in die finale Phase. Ich weiß jetzt nicht, ob die einfach schneller und besser waren als wir oder ob das Ding einfach einfacher war. Ihr seid auf jeden Fall vorne. Oh, hier kommt die Tasche, zack. Hier kommt vorne in den Kofferraum hier rein. Deckel zu, yes. Das hier weg. Schlüssel, fertig. Warte, nee, warte. Warte, jetzt. Noch gar nicht. Wieso das denn? Hol mal die Handtasche raus. Der Reißverschluss fehlt noch. Oh. Ist das quasi letzte Amtshandlung? Warte, seid ihr fertig und hier so viel Zeug hier noch drin? Ja, über Ersatzteile. So, weg ist drin. Bitte schön. Das ist bestimmt von unserem Koffer. Wir haben sogar einen Schlüssel. Einen Bugatti-Schlüssel, wo wir. Ja. Können den Spoiler auch noch runterfahren. Also auf der Autobahn fährst du dann erstmal da hinten in den Schlüssel. Wir sind fertig. Türen gehen auf, alles funktioniert, Lenkrad funktioniert und Spoiler lässt sich auch noch hin. Die Tasche ist gut. Die Tasche ist gut, ja. Ja, ein paar Schritte fehlen wir uns noch. Hast du eine Waage mit? Nee, heute habe ich zufälligerweise keine Waage mit. Aber es sieht schon mal so ein bisschen nach dem Skirum aus, ne? Das muss man schon. Ja. Muss man schon sagen. Jetzt müssen wir erstmal nach Fehlern suchen, ja? Ja, erstmal gucken. Guck mal, lenk mal, ob das Ding hier vorne auch lenkt. Geht schon mal. Ja, ist noch kein Öl drauf, immer nicht so viel. Ja. Wir haben sogar eine Handtasche. Alter, die Chiron-Tasche. Schlüssel, um hier den Spoiler runter. Wie ist das denn mit Schalten? Ja, mit der Sitzposition bin ich noch nicht ganz so. Aber ich hab ist aber so bei uns. Ja, von vorne. Oh! Oh! Ey, Unfall. Was war das denn? Schon Baustelle. Moment, Hilfe. Da. Wo? Da. Guck mal, ich find Spoiler unten ist schöner. Wir können hier. Wir können automatisch, kein Beifahrer. Achso. Nee, wir müssen. Das ist hier. Wenn du 400 fahren willst, musst du den Schlüssel auspacken. So, wer baut den grünen Haufen jetzt zu Ende? Ja, wahrscheinlich wir. Ja, wir sind ja nicht auf der Reihe. Ja, nee, ich würde sagen. Derjenige, der gewinnt, kann zu Ende bauen. Nee. Denkt an die Kommentare. Ihr kriegt ja hiervon auch noch einen zu gewinnen. Ja, also ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall alle unterschätzt, wie lange es noch dauert, ne? Also nächstes Mal ruf mich nicht an. Also wenn einer behauptet, er schafft das unter 5 Stunden, fress ich ein Besen. Aber jetzt versteht man auch, warum so ein Teil so teuer ist. Weil erstmal die Idee und Entwicklung dahinter, weil ganz ehrlich, das Ding zu konstruieren, da geht auf jeden Fall Zeit drauf. Nee, plus, du musst ja schon diese 4000 Teile knapp auch alle einzeln. Ja, auch fertigen, Listen, passen. Alles ist eine Spritzgussform. Alles ist eine. Das heißt, da, ich weiß nicht, wie viele CNC da hintereinander laufen, um sowas zu fertigen. Ja. Ich denke, hat trotzdem Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Marius, ihr beide werdet so schnell nicht wieder Lego bauen. Aber ich fand es auf jeden Fall cool. Nochmal so ein Traum erfüllt, nochmal so ein Ding gebaut. Weil viel krasser geht es dann auf jeden Fall nicht mehr. Deswegen, in diesem Sinne, ich hoffe, das Zeitraum ist cool geworden. Jetzt geht's wieder an die Motoren. Muss. Und vielleicht sieht man sich ja nächstes Jahr nochmal in irgendeiner Motor. Ciao. Ciao.